Was geht ab, Leute? Hong hier mit Nico. Er hat seine dritte Chance endlich bekommen. Ob er sie genutzt hat, werden wir jetzt sehen. Dimi auch mal am Start. Er hat sich von Pokémon Go ein bisschen gelöst. Und German YouTube League, vorletzte Woche. Es gibt noch ein Match und das war Tier 2. Nico hat wieder sein Lightsworn Deck ausgepackt. Lightsworn Endcross. Mit seiner merkwürdigen serbischen Tech-Karte. Und schauen wir uns mal das Match an. Ja, Mann, ich habe echt gelitten, Mann. Deathrow, ich habe echt aufgepasst wegen Timeout. Ja, du musst schon von Anfang an machen, Hong, ne? Das ist so, ja. Warte mal, so. Nee, das ist Sound. Das ist Sound. Ach, das ist Sound. Mach, achso, hier oben. Ja, da oben, ja. Ja, Mann. Technische Fehler, Mann. Director's Cut, Mann. Okay, Mann. Also, Brilliant Fusion, hole ich Trick Clown und Garnet. Okay, jetzt kommt Goblin Berg. Jetzt kassiert er halt alles. Serbische Tech-Karte, viel zu krass, Mann. Man muss halt aufpassen, die Scheiße nicht mit der Hand zu machen. Ich muss echt schauen. Gleich kommt Minerva. Was sagst du von Lightsworn? Okay, du hast halt schon sehr stabil eröffnet. Ja, ich hab's halt sehr gut gebaut. Natürlich. Okay, du hast schon krass gewinnt, Mann, Alter. Alter. Gegner leidet End, also du hast es gespielt, du darfst es nicht spielen, Mann. Ja, ja. Hol dich woanders aus, Gegner, Mann. Okay, Mann. Okay, Mann. Ja, echt, Mann. Generell geht das nicht, ja, ja. So, ich habe von der Tech-Karte jetzt von Nico bisher davor noch nicht so viel gesehen, aber er hat mir gestern erzählt, und da sie halt Multitrigger ist, also auch im gegnerischen zukommen kann, sehr krasse Karte, also muss ich sagen, hat er gut eingebaut. Das Krasse ist, du kannst halt diesen Book of Moon-Effekt immer machen. Das heißt, wenn der Gegner angreift, kannst du auch diesen Book of Moon-Effekt machen. Kannst du ein Monster verdecken. Okay, er öffnet halt mit allem, auch mit Dweller. Ja, also ich würde sagen, mal schauen, was der Gegner... Ich hatte sogar Vanity verdeckt, glaube ich. Okay, wusstest du, was er spielt in dem Moment? Ja, okay, dann war Dweller schon sehr gut. Ah, okay, was ist denn das? Er spielt Anti, okay. Ja, okay, Luz war ein Turnmann. Ja. Also, Gegner konnte nicht viel machen, versucht auf Verteidigung. Was könnte es denn sein, die Verdeckte? Was war das? Eine sehr starke Karte. Sehr starke Karte, wirst du gleich sehen, Mann, ey. Viel zu krass, Mann. Oh mein Gott. Ah, Layla. Layla kommt leider auf Verteidigung, oder? Nee, Layla. Ah, die hast du normal, oder was? Ja, die ist normal. Okay. Okay, Nico greift an. Gemacht. Okay. So, jetzt kommt's. Vulkanic Shell, jetzt kommt später. Boah, jetzt kommt Schaden, Mann. Das ist Schaden. Okay, das Feld ist halt sehr heftig, Mann. Und er hat noch eine Verdeckte. Die Verdeckte war Emptiness, hast du gemeint, gell? Was? Die Verdeckte war Emptiness, gell? Ich glaube schon, ja, aber er hat nicht auf Spezial. Er spielt ja Lose One Turn, also. Und demher spielt er ja nicht selber auf Spezialbeschwörung. Ja, okay, aber schau mal, du hast viel zu viel Vorteil, Mann. Hier ist jetzt was passiert, Mann. Wie, er macht Vulkanic Shell, kann ich nicht Albis Dweller chainen, dann kommt der Effekt nicht? Ja, Effekt wurde schon aktiviert. Ja. Ach so, muss man vorher. Machen, ja. Okay, ja, Spielfehler, Mann. Krass. Egal, Mann. Er spielt auf Defense. Ach, es geht bei vulkanischer Schelle nur, bevor er auf den Grave gesendet wird, oder was? Ich wusste es auch nicht, Mann. Das wusste ich auch nicht. Ja, bevor er den Effekt aktiviert. Ja, bevor der Effekt, du kannst dich anchainen. Okay. Auf die Kosten geht's nicht mehr. Nein, Dweller sagt ja, schau, jetzt Effekt könnte nicht aktiviert werden, aber es ist schon. Okay. Jetzt hat er diesen komischen Spirit Reaper, ich komme an der Scheiße nicht vorbei, Mann. Was ist das, Alter? Aroma-Jar. Kann ich im Kampf sterben, Mann. Viel zu heftig, Alter, Mann. Du hast so eine geile Karte, Mann. Ich komme an der Scheiße nicht vorbei, Mann. Du bist wegtot gegangen. Warte mal, langsam. Oh mein Gott. Auf jeden Fall, Aroma-Jar. Auf 6 jetzt Mill, Mann. Viel zu hässlich, Mann. Das war echt zu hart, Mann. Ja, okay, vor allem, ich block dein eigenes Feld jetzt, Mann. Ja, Mann. Ich kann Level 3 und Level 4, ich kann nichts machen, Mann. Das ist echt zu hart, Mann. Der Gegner spielt nur auf Decktot, okay, Alter, Mann. Was ist das Aroma-Jar? Den hab ich ja noch nie gesehen, Mann. Komm mal, der Scheiß echt nicht vorbei, Mann. Keine Ahnung, jetzt gibt's irgendwie Plus, Minus, Lebenspunkte, was weiß wieso ich. Wieso spielt er nicht? Er hat Aroma gespielt, Aromage oder so. Ah, okay. Davon haben wir Deckprofile gemacht. Hat er, ich hab gesagt, das hat er, glaube ich, von Deckprofile von uns genommen. Ah,
Scheiß. Aber jetzt komme ich an der Scheiße nicht vorbei. Ich habe noch wie viel? 3 Deckkarten. Echt tot, Mann. Echt tot, Alter. Okay, mal schauen. Aber ich musste mich entkonzentrieren wegen Timeout, Mann. Das war echt viel zu hässlich, Mann. Ah, Twin Twister. Ja, ich habe reingemischt mit Omegas Effekt. Okay, jetzt kannst du halt nur offen. Warte, Mann. Schau jetzt, was kommt. Serbische Tricks, Mann. Serbische Tricks, Mann. Okay, mal schauen. Ich hatte nicht viele Optionen, aber ich habe schon was Cooles gemacht. Serbische Tech-Karte kann auch vom Feld entfernen. Ah! Ja. Ah, gut! Ja, Mann. Wolf-Effekt habe ich nicht gemacht. Weil ich hatte noch Judgment Dragon, glaube ich, auf der Hand. Oder? Habe ich doch Wolf-Effekt gemacht? Okay. Ah ja, ich habe Dings verdeckt gelegt. Raiden habe ich verdeckt gelegt. Deswegen, Mann. Ja, aber was. Aber Lumina Effekt, Endface Millen, oder? Ja, hat er dran. Hat er gemacht. Hat schon gemacht. Ja, ja, hat schon gemacht. Dadurch ist der Wolf gekommen. Dadurch ist der Wolf gekommen, ja. Das ist noch eine Karte, oder was ist das? Ja. Yeah. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Mann. Echt viel zu hart, Mann. Ein Zug nur noch. Echt, Mann. Die Vanities hat gar nichts gebracht, man kommt wieder auf die Hand. Er macht irgendwas Battleface, keine Ahnung. Boah, er greift Castella an, endlich da. Ja, Mann. Ah, die Tech-Karte. Ja, und jetzt muss ich gewinnen oder ich verliere. Ah, Twin Twister! Twin Twister! So viel Glück, Mann! Ja, was für Glück, Mann! So viel was Glück. Für Glück, Mann! Twin Twister! Und jetzt kassiert er halt alles, Mann. Jetzt ist er tot, okay, Mann. Natürlich ist er tot, Mann. Das ist sowas von tot, Mann. Rain Effect? Nein. Okay, jetzt ist halt nur noch interessant, wie du ihn halt zerstörst, yeah. Mann. Er hat eh nicht mehr viel Leben, 4-8. Michael. Michael, um diese Dings, Mann, diesen Spirit Reaper wegzubekommen. Ja, gut. Rebellion Dragon? Ja. Ja, okay, das reicht. Tot, Mann. Ja, tot. Warte, das war noch nicht alles. Kommt auf deine Pechkarte. Jetzt ist er tot. Judgment Dragon. Jetzt ist er tot. Okay, Timeout wäre echt bitter gewesen, Mann. Ja, schon Timeout wäre echt hart gewesen, Mann. Da wäre ich Deckout gegangen, Mann. Ich habe endschnell gespielt, Mann. Wie viel Zeit hast du pro Zug gemacht? Ja, du hast in einem Zug, glaube ich, 2 Minuten, oder? Und wenn du einen Zug machst, kriegst du eine Zeit dazu oder trotzdem nicht? Weiß ich nicht. Ja, keine Ahnung, Mann. Du bist so ja, was ist, wenn du so ein FTK spielst, Mann? Spielst du alleine eigentlich? Geht es nicht bei denen? Doch. Keine Ahnung, Mann. Ich check's auch nicht. Aber das gut, Runde 2, Mann. Es hat endlang gedauert, bis wir gespielt haben. Er hatte angeblich technische Probleme, Mann. Immer, wenn ich spiele, ist immer viel zu hart, Mann. Also immer irgendwelche Probleme, Mann. Okay, Minerva, Wolf wird gemildt. Ja, okay. Sehr verdient, Mann. Ja, was? Ich spiele 3 Wolf und kann auch 2 Felix, glaube ich. Er spielt nur irgendwie auf Verdeckte, Mann. Ich wäre hier Nobleman geworden müssen, Mann. Schon wieder der? Nee, das ist irgendwas anderes. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ah, Jess? Die spielt man doch nicht verdeckt eigentlich. Das ist doch endgut. Ist es nicht die gute von denen? Ja. Okay, hat er einen Scheiße gezogen. Ja, Mann. Das tut mir aber leid. Keine Ahnung, Mann. Irgendeine Feinkarte. Lenta, ja. Oder? Ich glaube, ich hatte wieder Twister verdeckt. Twister auch auf der Hand. Ja, okay, wenn du Twister hast, ist er tot, Mann. Ja, Mann. Ja, tot. Tot. Ja. Lose one turn, Mann. Boah, hart, und Minerva auch noch Effekt, Mann. Aber gut, ich habe 3 Twin Twister, 3 Shadow Dragon, noch 3 Shadow Dragon geboardet. Raiden. Effekt. Okay, das ist 2
zweite Duell muss man echt nicht sagen. Es war nur Angriff und ja, Schaden. Sehe ich verzweifelt, Mann. Ja, Mann, Battleface, was kommt jetzt? Battleface, der Tech-Karte, Alter, Mann. Für Game, Mann, für Game. Beste, Alter, Mann. Für Game. Wie viel Angriff hat der? 1,850, Alter, Mann. Schon gut, Mann. Ja, tot. Tja, Juwin. Okay, Mann. Das konnte der Gegner leider nicht von sich sagen. Das war das Match gegen Glut. Schaut's bei ihm vorbei, schaut's, wie er leidet. Glückwunsch an Nico, das war endlich sein erster Sieg. Ja, okay, Mann, aber warte mal, das war das erste Match, was jetzt bei mir ohne technische Probleme war. Jetzt hatte der Gegner lauter, keine Ahnung, wir haben dreimal, glaube ich, Spiel zwei oder viermal anfangen müssen, wegen irgendwelchen technischen Problemen. Also dreimal wahrscheinlich Licht spielen wir noch schnell in Zeit oder so, ja. Und keine Ahnung, es war das erste Match, wo ich keine technischen Probleme hatte, aber ich musste auch echt schnell spielen mit der scheiß Zeit. Das ist immer echt viel zu krass. Und ja, also Lightsworn, echt geiles Deck, hat mir richtig gut gefallen. So ist es. Wir haben noch eine eine Runde gibt's auch in der Liga. Danach war's das, schauen wir mal. Ansonsten leidet nicht, so wie Nikos Gegner. Vergesst nicht, Yugi ist serious business. Hey Leute, Kuchiro Yuga hier. Danke, dass ihr euch das Video angeschaut habt. Vergesst bitte nicht zu liken, subscriben und kommentieren. Checkt doch bitte nochmal unsere Facebook-Seite ab und unsere Sponsoren. Und never forget, Yu-Gi-Oh! Is serious business.